Hallo und herzlich willkommen zur 98. Folge unseres Die Sims 3 Let's Plays mit der Familie Poff und der 100 Baby Challenge, wo der erste Poff, nämlich Harry, gerade dabei ist, aufzustehen. Aber ich habe in der Nacht noch eine kleine Veränderung gemacht. Ich habe, oh Gott, wo war es denn? Ach ja, hier, ein kleines Häuschen mal wieder hingestellt. Dieses Starterhaus, was Celine auch schon bezogen hat, nur an einer anderen Stelle jetzt halt, und ich habe hier die Elisha Landers einziehen lassen. Neu erstellte Charaktere beginnen ja mit 16.500. Ich habe ihr dementsprechend das restliche Geld dann abgezogen. Und damit hat sie dann noch 5.800, aber sie wohnt jetzt hier. Haus habe ihr außerdem, das auch als Info, dass sie ja keinen Job hatte, außer Babysitter, einfach weil sie familienbewusst und freundlich ist, habe ich sie in die Bildungskarriere geschickt. Sie ist also jetzt Lehrerin, damit sie nicht wegzieht, auch Stufe 2, Referendarin. Ist ja auch super, ne? Lehrerin heiratet Schüler. Nur, dass ihr da informiert seid. Ansonsten beginnt hier jetzt das Gewusel. Kurzer Check, haben wir... Wir haben eigentlich noch... Wir haben Limettenkuchen, Kürbiskuchen und Geburtstagskuchen. Ich hatte nämlich überlegt, ob ich Harry, da es noch arg früh ist, einfach mal Muffins zubereiten lasse und da alle anderen auch noch ein Stückchen brauchen, darfst du das auch tun. Ein Bech backen mit, komm, Vanillemuffins, auf geht's. Ja, wir haben zwar an sich noch genügend Essen, aber heißt ja nicht, dass das auch hinhaut. Wo kommt er denn? Ach, da kommt er. Ich glaube, die sind aber auch angebrannt. Harry Poff hat seine erste Backware zubereitet. Das bleibt auf ewig eine glückliche Kindheitserinnerung. Ich weiß ja nicht, wenn ich mir die Dinger so ansehe. Scheußlich. Dann räum doch mal besser auf. So, da kommen jetzt die nächsten. Das heißt, wir können jetzt eigentlich anfangen mit Frühstücken. Die drei kommen, da drüben ist aufgestanden worden. Ja, dann fangen wir jetzt an mit Frühstücken. Reste essen, Kuchen. Wer kommt dann als nächstes? Ihr könnt euch auch erstmal umziehen, glaube ich. Outfit wechseln, Alltag. Du kannst dir auch ein Kuchenstück nehmen. Aber erstmal steht er euch lieber im Wege rum, ne? So, du... Alltagsoutfit. Du Alltagsoutfit. Na gut, Freya, dann zieh du auch dein Alltagsoutfit an und George kann dann schon Kuchenstück essen. Da kommt Polly, die immer noch so dünn ist. Kannst ja mal deine Tochter fragen, ob sie gut geschlafen hat. Während wir hier sukzessive... Oh, da scheint was... Wir scheinen keinen Kuchen mehr zu haben, ne?
Dann isst doch Kürbiskuchen. Stell du dich da schon mal hin. So, was haben wir jetzt noch an Resten? Weitermachen mit Kürbiskuchen. Wir müssen hier mal sukzessive abarbeiten. Mit jemandem sprechen. Ach, wir hätten auch die Gruppe mit Emma streichen können. Hat sich der Wunsch doch auch schon erfüllt? Apropos Wünsche erfüllen, irgendjemand hatte noch kein Wachsam, ne? Und da reicht es jetzt, auch du bekommst Wachsam, lieber Harry. Da werden dann weiter Reste gefuttert. Mama ist dünn geworden, das gibt's überhaupt nicht. Du möchtest ein Gericht zubereiten, mit Polly sprechen. Das sind alles Dinge, die wir bestimmt hinbekommen. So, jetzt ist der Kürbiskuchen weg. Das heißt, du nimmst dir Limettenkuchen und Harry, du bist fertig soweit. Kannst dann dein Alltagsoutfit anziehen. Du brauchst nicht aufräumen. Jetzt noch ein neues Rezept lernen lassen auf die Schnelle. Was kannst du denn schon? Ratatouille fehlt doch zum Beispiel noch. Aber das kann man auch heute Nachmittag lernen, oder? Geh dahin. Tanzen morgens. Ach nee, wir müssen ja. Es ist ja Sonntag. Blödsinn, wir müssen ja gar nicht in die Schule. Nee, da. Ach so, wir haben ja umgebaut hier. Dann Regal öffnen. Ratatouille. Lesen. So. Du möchtest einen Zaubertrank entdecken. Wir müssen mit dir aber auch daran arbeiten, dass du eine bessere Beziehung zu deinem Bruder hast. Von daher lasse ich euch beide Schach spielen. Kannst vorher noch mal kurz die Toilette benutzen und dann Schach üben. Ib. Borbele. Oh, Dawa, Ibana. Emma Poff hat sich mit dem Star Freya Poff angefreundet. Waren die vorher keine Freunde? Ist denn da los? George liest das Buch. Emma Poff hat den ersten Schritt gemacht, ist jetzt auch Star Level 1. Was macht George denn da? Sa Kawati? Dirk. Oh, der Limettenkuchen ist verdorben. Das heißt, den müssen wir auch rausräumen. Denn der wird während des Essens schlecht.
Dann probier es doch jetzt nochmal mit Ratatouille. Und jetzt wird es wieder nicht gehen, oder? Doch, diesmal setze dich hin. Harry, du bist fertig. Du brauchst nicht Fernsehen oder sowas. Du kannst auch kurz nochmal Pipi machen und danach Schach üben, dass ihr zwei eine Bindung auch zueinander aufbaut. So, Polly. Polly hat Hunger. Dann drück dir Fish and Chips rein. So, ihr seid fertig soweit. Du brauchst nicht im Schaukelstuhl schaukeln. Dich werde ich wieder in die Bibliothek schicken, damit du die sozialen Netzwerke da weiter pimpen kannst. Und was könnte Emma lernen? Emma möchte den Lifestyle der Reichen und Berühmten. Das ist doch genau das gleiche, wie Mutti auch schon möchte. Hast die Natur begeistert, tollpatschig. Komm, du warst eh immer die Mutti. Und jetzt, wo die Mutti dünne ist, da kriegst du das auch. Was für Fähigkeiten brauchst du denn noch? Du könntest auch anfangen mit den sozialen Netzwerken. Pass auf, dann nimm du dir Nummer 1 und dann könnt ihr nämlich zusammen in die Bibliothek gehen. Zusammen mit Emma, genau. Emma. Ah, folgen. Okay. Fancy. So, Mutti, die letzte, die noch beim Essen ist, darf danach auch alles aufräumen. Macht sie freiwillig. George hat Ratatouille gelernt. Lee Doog. Dann kannst du das auch wieder zurückpacken. Möchte ein Gericht zubereiten. Was könntest du denn um diese Uhrzeit machen? Probier doch einfach Pfannkuchen. Mutti räumt auf. Die sind in der Bibliothek angekommen. So, Freya, du kannst dich da hinsetzen. Kurzer Blick, Damentoilette ist da. Das heißt, du wirst dann erstmal da benutzen gehen. Teilzeitjob ist nicht. So, du kannst weiter soziale Netzwerke 2 lesen und du, wenn du auf Toilette warst, soziale Netzwerke 1. So, dann schauen wir wieder zur Mutti rüber, denn die ist da ja jetzt fertig, möchte Video oder Computerspiele spielen. Ist eigentlich okay, außer dass du erst nochmal eine Runde duschen gehst.
Und dann kannst du von mir aus ein Rennspiel spielen. So. Alle sind beschäftigt. Wie entwickelt sich eure Beziehung zueinander? Naja, müssen wir dran arbeiten. Möchtest Logik verbessern? Das ist okay. Da gab's Post. Wer ist denn das da eigentlich? Ludwig Karras. Warte mal kurz. Oh, nur angeklickt und sofort Freund. Sehr schön. Ist okay, reicht mir. Wir haben ihn in der Freundesliste drin. Das heißt, du kannst jetzt wirklich an der Konsole zocken. Über Sim-App jemanden kennenlernen ist auch nicht drin. Alle anderen sind dabei. Ein Spiel gegen Ian gewinnen. Dann nimm das mal rein. Emma Poff hat soziale Netzwerke begriffen. George hat Pfannkuchen fertiggestellt. Wünscht sich jetzt, Kochen zu verbessern. Erstmal darf sie die Reste wegstellen. Kochen hast du auf Level 3. Gehst danach aber erstmal auf Toilette. Kannst dann, hör du da gerade mal auf. Kannst dann da fernsehen und du kannst dann mitmachen. Dann erfüllt sich auch dein Wunsch, mit Polly zu sprechen und du kannst dein Kochen verbessern. Kurzer Blick in die Bibliothek. Die zwei sind schön dabei. Da hast du irgendeinen Wunsch jetzt. Neues Block erstellen, kriegen wir mit Sicherheit hin. Und jemanden kennenlernen vielleicht auch. Wo bist du in den sozialen Netzwerken? Level 4 aktuell, also gleich Level 5. Da war simultan Lernen angesagt. Einmal Level 2, einmal Level 5. So, aber prinzipiell euch zweien geht's gut. Da müssen wir nichts weiter machen. Mal nach den Lütchen. Ein Spiel gegen Harry gewinnen. Ah, du hast deinen Wunsch erfüllt, ein Spiel gegen ihn zu gewinnen. Ihr Bestnote in der Schule ist egal, ihn. Bungie.
Aber eigentlich passiert ja gerade gar nichts, ne? Du hast deinen Wunsch, mit Mutti zu sprechen, erfüllt. Na, Stubi. Und das mit dem Kochen erledigt sich auch gleich. Ich komme immer noch nicht drüber weg, dass Polly so viel Gewicht verloren hat. Hardu, Gansawi. Kochen Level 4 kann jetzt Sushi und Spaghetti zubereiten, der Juteste. Reicht dann aber auch erstmal hin für dich, würde ich sagen. Ich glaube, wir lassen dich dann Gitarre, Klavier, Bass weiter an der Gitarrenfähigkeit schrauben. Dann spiel mal alleine oben. Ich überlege gerade, ob wir hier noch ein Pflänzchen irgendwie hinstellen. Damit das irgendwie ein bisschen grüner aussieht. Nur wohin dann mit dem Laufband? Ich hatte jetzt eben überlegt, da hinten. Wir wollen ja irgendwann auch noch stellen dich einfach mal ein Stück rüber und kopieren einfach, nee, nicht das Limbo-Fenster, sondern den Lotus kopieren wir. Stellen den dahin. Dann haben wir zumindest eine Pflanze, einen kleinen Tuck grün. Dann haben wir in jeder Etage direkt übereinander einen Lotus. So, Polly guckt weiter fern. Das ist okay. Würde gerne Fish and Chips zubereiten. Haben wir doch aber noch. Ne? Obwohl, wir haben gestern zu 2, 4, 6, 7 dran gegessen. Ja, das können wir heute gleich wieder machen. Fish and Chips, den Wunsch können wir erfüllen. Aber irgendjemand mochte doch auch Dim Sum, oder war das vegetarische Dim Sum? Welcher Tageszeit? Da, die könnten wir tatsächlich machen. Dann hätte Freya ihr Lieblingsgericht. Du warst irgendwie Hummer Thermador, naja. Du warst Fish and Chips. Da ist gegrillter Lachs und das ist Sushi. Wir können aber auch nicht alles immer vorrätig haben. Wenn die Leute ihr Lieblingsgericht wollen, dann sollen sie halt kochen lernen. So. Mutti macht nachher Fish and Chips, aber jetzt kann sie erstmal weiter fernsehen. Ian beginnt sich krank zu fühlen. Emma hat soziale Netzwerke Level 3. Das andere Buch ist in Beschlag gerade. Das heißt, da kann sie nichts weiter machen gerade. Dann gehen wir mal ans Wünsche erfüllen ganz schnell. Und zwar als erstes wolltest du ein neues Block erstellen. Ne, das geht hier. Soziale Netzwerke, Block-App. Neues Block erstellen. World of Emma Puff.
W-O-E-P. Wöp. So, und dann wolltest du aber auch gleich einen neuen Blogbeitrag schreiben. Mutti äfft mich nach und wird immer dünner. So. So, dann, was hast du noch alles? Neuen Blogbeitrag, Textnachricht an jemand schicken. Dies mit den Bloganhängern ist mir egal. Da eine Textnachricht an jemanden schicken, das kannst du doch auch gleich noch machen. Da freundlich Textnachricht. Und dann würdest du gerne jemanden kennenlernen. Na, dann begrüß doch mal Sophia. Anschließend. So, das. Gewinne Sophia als Freundin. Ja, müssen wir mal gucken. Du kannst ja mal die allgemeinen Sachen, Schulhymne, Karriere abchecken. Oh, das war nicht gut. Gleich entschuldigen. Handlangerin ist damit wohl ja in der Verbrecherkarriere. Kannst aber mal fragen, ob sie Single ist. Okay, das hat sie genommen. Und dann fehlt noch das Sternzeichen. So, dann hätten wir da alles und da haben wir doch Silver Racket. Ich glaube, die ist da. Vielleicht machen wir da auch gleich noch was. Du bist immer noch dabei mit dem Lesen. Du spielst. Wieso hast denn du aufgehört zu spielen und gehst jetzt was machen? Duschen? Muss ich nicht verstehen, ist mir aber auch wurscht. Begrüß mal Silva. Achso, geht gerade nicht. Na gut. Eva Drudge. Myrte Neugier. Ist das zufällig eine Nö. Ich dachte eben vielleicht, dass sie zusammen zur Schule gehen. Dann lass das da mal sein. Just in case. Oder versuchen wir es. Emma möchte ja auch den Lifestyle der Reichen und Berühmten. Dann geh mal hier hin. Sir Tanagev, there's got to do. Und du? Was macht ihr zwei denn? Warum spielt ihr denn nicht Schachspielen mit Harry? So, dann sind die zwei auch beschäftigt. Du siehst hoffentlich immer noch, ja, den Kochkanal. George ist da, okay, und dann machen wir hier weiter. So, jetzt kommt sie raus.
Jetzt abpassen und dann freundschaftlich begrüßen. Curse-Lash. Silver ist genügsam, Hitzkopf Snop. Ich dachte eigentlich, Silver Racket wäre auch ein Star, aber so, frag mal freundlich nach. Oh, was ist da? Aufmuntern? Was geht denn da? Silver irgendwie bedröppelt. Robula Chobi. Amba Nisni. Erfna. Ich hätte schwören können, dass Silver ein Star ist, aber okay. Dann fragen wir jetzt noch die Karriere ab. Grabmalbeschrifterin. Kein Partner. Und dann das Sternzeichen noch, dann sind wir durch. Odote. So, Single, soziale Netzwerke 6 für Emma, das ist sehr schön. 5-Sterne-Block ist mir egal. Du musst aber dringend auf Toilette auch. Das heißt, du wirst da erstmal benutzen gehen. Während wir die Folge dann auch beenden, von der ich hoffe, dass sie euch gefallen hat, euch auch das nächste Mal wieder mit dabei sein lässt, was mich sehr freuen würde. Und freuen würde mich natürlich auch, wenn ihr dran denkt, Like und gegebenenfalls Abo dazulassen. Macht's gut, euer Palzi.